Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Paui und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu mein neues Let's Play Projekt. Ich spiele für euch Scene Investigators. Habt ihr als Kind mal gerne mal darüber nachgedacht, wie es ist, einen Tatort zu untersuchen und den wahren Kriminellen herauszufinden? Nein? Entschuldigung, jetzt kommt gerade meine Kätzchen hier wieder vorbei. Na, nicht zum Mikro, nein, nein. Ja, ich weiß, ich hab dich auch lieb. Also ich als Kind? Nein, absolut gar nicht. Wollte lieber Formel 1 Rennfahrer werden. Mit Highspeed über die Straßen. Naja, es bleibt mir nur noch die Schweizer Autobahn. Wenn ich gerade unbedingt alles voll, also gerade wieder einen Unfall gibt. Jeden Tag zum Feierabendverkehr, wenn immer die gleiche Stelle auf der Autobahn, ist immer alles schon voll. Immer ein Unfall. Aber naja, inzwischen lese ich auch sehr viele Krimis und schaue mir auch TV-Serien an, wie zum Beispiel Inspektor Barnaby, Bruno, der Chef der Police. Und ich muss sagen, ich würde das gerne mal machen. Einfach mal so einen Tatort untersuchen, herauszufinden, wer war der Mörder. War es wirklich eine Entführung? Und dank diesen Spiels hier kann ich jetzt das nachspielen. Ja, und an diesem Punkt möchte ich auch gerne an Fatzki noch ein Danke sagen, der mir das Spiel geschenkt hat. Aber das war eher ein anderes Problem, weil in der Schweiz aktuell können wir kein Steam-Karten kaufen. Kein Steam-Guthaben-Karten mehr. Sind alle vom Markt. Alle Anschein nach gab es Trickbetrüger, die haben sich da Geld ergaudert. Und deshalb werden jetzt wahrscheinlich die Karten überarbeitet. Und theoretisch könnte ich natürlich jetzt meine Kreditkarte verwenden, neues Spiel kaufen. Ich muss mal kurz auf die Sprache schauen. Das ist ein Problem, das ich noch nicht ganz verstehe. Es geht immer automatisch auf Englisch. Ich lasse es aber mal. Sieht also aus Deutsch auf. Sieht alles Deutsch aus. Und ich persönlich, also wegen der Kreditkarte, und ich mag es einfach nicht, persönlich nicht, im Internet mit Kreditkarte zu zahlen. Ich mag das einfach nicht. Ich liebe es per Rechnung zu bestellen und so, aber nicht mit Karte zu zahlen. Immer Angst, dass irgendwann die Karte, irgendjemand die Karte, also sozusagen die Daten klaut und mir dann automatisch Geld abbucht. Das wäre aber ein Fall in Real Life. Oh, da müsste man herausfinden, wie das geht. Also wer das war. Aber das könnte ich leider nicht. Computer und so. Gut, aber ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt. Ja, sorry Leute, das Intro. Das Intro habe ich schon durchgespielt, aus Versehen, habe den Fall gelöst, ist aber wirklich schwer. Aber wenn man sobald den ganzen Dreh raus hat, also deshalb werde ich erstmal vorschlagen, ich werde jetzt eine neue Datei öffnen, also anfangen, und ihr werdet den Prolog lösen. Haftungsausschluss. Ah ja, natürlich auch noch. Fiktionales Werk, Namen, Person, Ort und Ereignis sind entweder der Fantasie des Autors entsprungen oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, Orten oder Personen oder Leben oder Tod ist rein zufällig. Naja, also wenn man den Prolog ansieht, die Fotos und so, würde man sich interessieren, woher sie die Fotos haben. Ob das die Entwickler selbst sind. Scene Investigators ist ein Erlebnis, das für Fans und von Detektiven, wahren Verbrechen und Escape Rooms entwickelt wurde. Es ist in keiner Weise dazu gedacht, einen echten Tatort, die Schritte, die zu einer Lösung gehören, nachzustellen. Dieses Spiel wird ausschließlich zum Zweck des Spaß und Unterhaltung für eine Zielgruppe entwickelt. Ja, ähnlich so wie zum Beispiel der Thief Simulator oder der Clue 2 und so. Also wenn man sozusagen den Dieb spielt. Aber eben, ich würde jetzt sagen, Stimme, übernimm du mal. Danach werde ich eben das Ganze erklärt. Und dann eben werden wir den Prolog, ich werde dann alles vorlesen. Und ihr habt dann nachher Zeit,
die Antwort herauszufinden auf die Fragen, die ihr natürlich stellt. Und wenn wir Zeit haben, jetzt kann ich noch gut eine Stunde aufnehmen, würde ich mal sagen, machen wir dann einen Führungsfall. Der ist aber dann, ab dem ist alles blind. Da habe ich nichts gespielt. Das ist ein gutes Spiel. Fahren wir fort. Hello, Agent. I am your personal assistant for this exam. Please enter your name. Ja gut, ich bin wieder euer Paui hier. Is this the name you want recorded in our database? Ja. Creating your data file. Recording complete. Kannst du jetzt einmal denselben Welcome Namen to the Crime verwenden? Scene Reconstruction Room. Prior to the exam, here are some important notes to go through. First, observe each scene carefully. Analyze everything on site and pay close attention to seemingly insignificant details. Second, not all interactable objects are important, and not all that are non-interactable are unimportant. You have to decide which ones can help with the investigation. Third, when there aren't enough evidence present in the crime scene, you will need to trust your intuition, fill in the missing gaps, and make smart, calculated assumptions. Fourth, when all else fails, don't give up. Take a break. Comb through the crime scene again and revisit the clues previously gathered with fresh eyes. One last thing. For the sake of the exam, certain elements in the crime scene have been removed or omitted on purpose. This is not a mistake, but a test to see if you, the agent, are able to solve the case despite the missing elements. Now that we've gone through them, let's do a preliminary trial, shall we? This has no bearings on your overall grade. It's to see if you've come to grasp with the fundamentals of the exam to come. Are you ready? Also ich persönlich ja, bin bereit, aber ihr seht jetzt also, man muss jetzt wirklich wie Sherlock Holmes detektivische Fähigkeiten haben, um den Fall zu klären. Aber ein bisschen frech finde ich, dass man explizit einige Gegenstände weglässt, um herauszufinden, wie ob man das tatsächlich schaffen kann. Da muss man wirklich spekulieren. Zum Beispiel beim Test. Gibt es tatsächlich etwas, was man muss spekulieren, ob das wirklich passt, ob das wirklich stimmt oder nicht? Also, ob wir das jetzt alles jetzt gerade mal sehen, starten wir die Prüfung. Understood. Loading preliminary trial. Loading complete. Good Danke. luck. Oh, vielen Dank, ja. Okay. Sorry wegen der Räuspern, aber ich habe immer noch so ein komisches Brennen im Hals und so, konnte gestern keine Medizin kaufen, weil gestern am Mittag eine Gruppe von 12 Personen abgesessen ist und ja, keine Zeit gehabt, so Medizin zu kaufen und so. Ich hoffe einfach, dass ich heute das schaffen kann. Aber gut, gehen wir jetzt mal durch die Vorprüfung. Die Polizei hat einen Mann verhaftet, den sie verdächtigt, eine Bank ausrauben zu wollen. Sie beschlagnahmten Gegenstände, die in dem Van gefunden wurden, neben dem der Mann stand. Die Polizei konnte den Mann dazu bringen, die Namen seiner Komplizen preiszugeben. Es wird vermutet, dass der Mann und seine Komplizen auch in Handtaschendiebstahl von Helen Turner verwickelt sein könnten. Der Polizei liegen jedoch nur die Gegenstände aus dem Fluchtwagen, die Vorstrafen der drei Männer, die die Bank ausrauben wollten, und der Bericht von Helen Turner vor. Können Sie mit den verfügbaren Mitteln die Fragen dieser Akten beantworten? Die Antwort ist tatsächlich ja. Vorprüfung. Entschuldigung, ich muss gerade erstmal kurz ein bisschen schneuzen. Ja. Wollen mal kurz räuspern. Ah. Autsch. Oh, das hat jetzt ganz schön geknackt. Oh.
Also, ihr seht ja, hier ist die Spielanleitung, die werde ich zwischendurch wahrscheinlich wieder hochschalten, weil ganz lästig finde ich zum Beispiel, die Taschenlampe ist auf L, nicht auf F, weil F brauchen wir, um das Menü hochzuschalten. Keine Ahnung wieso, ist tatsächlich hier. Gut. Was haben wir hier noch? Und dann ist natürlich hier die Prüfungsfragen. Wer war der Fluchtwagenfahrer und wer war der die am den Diebstahl von Helen Turners Handtasche beteiligt? Und hier die Situation ist wieder das gleiche, was wir vorhin gelesen haben. Muss ich jetzt nicht nochmal durchlesen. Gut. Und jetzt seht ihr alles, das hier ist alles, was wir am Anfang zur Verfügung haben. Einmal hier mal die komplette Stadtplan. Hier zum Beispiel ist der Transporter, die Festnahme, die Bank, die überfallen werden sollte, das ATM, das Carl Corbiens, Supreme Burgers, wo die Polizisten mal etwas gegessen haben. Oh, des Vorfalls, also von Miss Turner, das Wake-up-Call-Café und der Porsche-Restaurant, wo der Chief wieder mal eine teure Ente à l'Orange gegessen hat. Und das muss immer der Staat zahlen, ne? Aber ich finde es einfach genial. Schaut euch mal, wie groß die Tafel ist und so klein die Map. Also mal ehrlich, die hätten das wirklich größer machen können, aber nee. Wird an allen Enden, an Ecken und Enden gespart. Außer natürlich beim Lohn vom Chef. Gut. Und das hier seht ihr eben die Gegenstände, die man im Van gefunden hat. Die Aussage von Miss Turner plus natürlich die Akten von den drei Täter. Und das andere hier noch. Was war es nochmal? Ah, Beweise, Beschreibung, Zeitung, Masterplan, Aufteilung. Aber vor wem wir es erhalten haben, wer es erstellt hat und so, und wann und wo. Also ihr seht, das ist der 5. Oktober 2009. Also die jeweilige Zeitung haben wir zum Beispiel hier von Mason Whitmark bekommen, glaube ich mal. Das ist absolut unwichtig. Also jetzt haben wir hier das Erste, was vielleicht interessant sein kann. Nur vielleicht, ihr müsst es selbst herausfinden. Ich weiß schon, was wichtig ist, was nicht. Mein Masterplan. Clover Bank. Monatlicher Wechsel. Lorenzo wird uns das genaue Datum mitteilen. Teil 1 des Wechsels, 3:15 Uhr bis 3:35 Uhr. Früher morgens. Denke ich mal. 20 Minuten Fenster. Jede Sekunde zählt. Seit Punkt 3:15 Uhr in Position. Rein und raus. Minimale Security zu dieser Zeit. 3:15 Uhr bis 3:35 Uhr. Security kommt vom Wechsel zurück. Also, komplett gleich. Das hätten sie ein bisschen anders darstellen können, finde ich. Meine, da hätten sie schreiben können 3:15 Uhr bis 3:25 Uhr und hier 3:25 Uhr bis 3:35 Uhr. Zweiter Teil des Wechsels. 3:35 Uhr bis 3:55 Uhr. Zu viel Aktivität. Plan B. Aktivität kehrt gegen 4:10 Uhr zum Normalzustand zurück. Müssen möglicherweise auf Raub mit vorgehaltener Waffe zurückgreifen. Plan C. Noch einen Monat warten. Keine Zeit. Die Aufteilung. 55% geht natürlich an den Mann mit dem Plan. Man with the Plan. Er könnte einfach schreiben für den Boss. Macht er aber nicht. Der Helfer bekommt 15%. Der Fluchtwagenfahrer, den wir herausfinden müssen, bekommt 25%. Und Lorenzo bekommt 5%. Lorenzo ist natürlich derjenige, der hier alles beschattet hat. Und natürlich das Datum noch genau mitteilen wird, wann der Clou starten soll. Und jetzt haben wir hier einen Zeitungsausschnitt. Das einzige Interessante ist das hier. Sorry, Leute, sorry. Eben, der Husten geht immer noch nicht ganz weg. Und zwar die Undyne-Gewinnzahlen. Von Bridget Everett, die Undyne-Lotterie, gibt die Gewinnzahlen bekannt. Diejenigen, die Lose gekauft haben, holen sie heraus und beginnen mit den zählenden Zahlen.
Wer hat denn das bitte schon übersetzt? Also, da warten wir kurz. Das muss ich mal kurz mal schauen. Steht das jetzt wirklich so? Numbers, those who have bought tickets, get them out. Also, holt sie raus und startet. Das ist wirklich so geschrieben? Oh. Also, mal ehrlich. Teilweise, die Texte hier, das sind haarsträubend hier. Also, 5, 3, 19, 44, 9 und die Zusatzzahl 7. Ach, die arme Undyne. Die ist jetzt nicht mehr in Undertale, sondern ist auch noch hier präsent. Passende Zahlen. Und eben, wenn man 5 richtige hat plus die Zusatzzahl, kriegen wir 116 Millionen Dollar. Wow. 116 Millionen Dollar. Also wenn ich bei Euromillions gewinnen würde, muss ich leider 35% versteuern. Leider. Aber nur ab Gewinnen von über 2 Millionen, wenn ich recht entsinne. Das haben wir geändert. Das hat irgendwas mit der Erbschaftssteuer dazu was zu tun gehabt mit der Abstimmung. Bin aber nicht mehr sicher, ob das wirklich bei dem Zusammenhang das gewesen ist. Und dann haben wir hier 906.820 Dollar. Ist eigentlich schon ein bisschen Frechheit, finde ich, der Unterschied. Nur eine Zahl, eine Zusatzzahl. Und man bekommt eigentlich nicht einmal 1% von dem Maximalgewinn. 4 plus 1 sind 3.633, 4 sind 600 Dollar, dann 108 Dollar, 10 Dollar, 8 Dollar. Nur die Zusatzzahl ist 2 Dollar. 1 plus die Zusatzzahl sind 3 Dollar. So. Und konkret war's das. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Gehen wir nun hier weiter. Und das ist leider ein kleines Manko des Spiels. Er hat einen Hänger. Ich habe jetzt mit linker Maustaste drauf gedrückt. Kann mich jetzt gar nicht bewegen. Jetzt muss ich mich kurz da raustappen. Na, wo ist jetzt die Maus? Da. Okay, und jetzt funktioniert es wieder. Jetzt funktioniert es wieder. Zwischendurch passiert das einfach immer wieder. Keine Ahnung wieso. Dabei drücke ich nur mit der linken Maustaste hier drauf. Und dann friert einfach das Bild ein. Lästiges Detail. Gut, hier haben wir polizeiliche Ermittlungsakte. Vom Fall des Diebstahls von Frau Turner. Miss Turner. Wahrscheinlich war Jack wieder der Dieb, hä? Okay, Datum 5.10. Berichtet von Helen Turner. Officer Alan Jones hat es aufgezeichnet. Das Opfer. Name, Geburtsdatum. Hautfarbe. Geschlecht. Nationalität. Größe 1,65. Gewicht 68 Kilo, braune Haare, braune Augen, Adresse, Waterloo Avenue, Wasserloch Avenue. Ah, geil. E-Mail-Adresse, Helen Turner 67, quick and fast. Ja, und das Internet geht wahrscheinlich sehr langsam dort. Hä? Verdächtiger, falls bekannt. Nicht bekannt, auch nicht, wenn er geboren ist. Er hat helle Haut. Er ist größer als 1,65, wichtiger Hinweis. Und die Haarfarbe ist dunkel. Also andere kennen wir auch nicht. Datum des Diebstahls am 5.10. am 15.10 Uhr. Standort Ecarbonia Street at Xanadu Avenue. Gestohlene Gegenstände aufgelistet. Eine Rosenberg Geldbörse mit 50 Dollar Wert. Schlüssel, Telefon, 500 Dollar Wert. Nice. Geldbeutel hat keinen Wert. Kreditkarte, Lotterielos. Undyne Lotterie, hä? Bar, Ausweis, Portland. Okay, das Bar haben wir 40 Dollar. Gesamtwert 590 Dollar. Und jetzt schaut euch den Typ hier mal an, ne? Wie er begeistert in die Kamera schaut. Man könnte jetzt wahrscheinlich denken, oh nein, nicht schon wieder.
und ein guter Chat hier. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat er ein wirklich 0815 Gangster-Visage, wo in jedes CSI vorkommt. Findet ihr denn nicht? Und der dritte im Bunde ist natürlich Anthony Young. Zwischen diesen drei Herren und Lorenzo müssen wir herausfinden, wer war der Fahrer und wer war natürlich der Täter, der die Dame die Handtasche, also der Dings geklaut hat, Handtasche und das Geld. Und das ist dann die Aussage von dem Miss Turner. Ja gut, schauen wir erstmal unseren lieben Herr Frank Carter an. Sex Frank? Nein, nicht jetzt. Ja, der gute alte Leslie Nielsen. Ach, war natürlich nicht nur ein Komiker. Ja? Der hat auch mal einen Auftritt gehabt bei Peter Falk's Columbo. Also gut, Carter Frank Name. Fallnummer lassen wir weg. Amerikaner, weiß, Bürger. Was bedeutet eigentlich Bürger, Citizen? Heißt es einfach, dass er Bürger ist von Portland? Wenn ja? Okay, gut, dann macht es Sinn. Aber wieso wird das eigentlich hier so erwähnt? Ich finde es eigentlich nicht so wichtig, ob der jetzt ein Bürger ist von Portland oder außerhalb. Ein Krimineller ist ein Krimineller. Größe 1,67, Gewicht, Geschlecht, Augenfarbe, Haarfarbe, Bartfarbe, wird natürlich nicht erwähnt. Er ist 35. Und hier haben wir seine Verhaftung Information zur Verurteilung. 1992 in Solidgate-Gefängnis, gegenfügige Diebstahl für Zivilpersonen, 5 Jahre. 1999 Justizvollzugsanstalt Willow Bay, Ladendiebstahl, gestohlen Artikel aus Geschäften. Aha. Aha, okay, gut, auf Englisch macht das mehr Sinn hier. Shoplifting, stole items from stores. Und hier übersetzt es automatisch mit gestohlenen Artikel aus Geschäften. Also teilweise die Übersetzungen hier sind wirklich haarsträubend. 16.05.2005, Darkwater Detention Center, Betrug, Geld von Zivilisten erschwindelt. 3 Jahre. Ladendiebstahl wird mit 5 Jahren bestraft und Geld durch Schwindeln ist und Betrug ist einfach 3 Jahre. Nur zum Verhältnis. Carter ist dafür bekannt, Fälschungen begangen zu haben, aber es wurde nie bewiesen und er wurde nie verurteilt. Der nächste ist Harris Chad. Auch Amerikaner, weiß, auch aus Portland. Er ist 1,67 groß, 80 Kilo, Augenfarbe und Haarfarbe sind auch braun. Er ist 28 Jahre und sein Vorstrafregister im Jahr 2000. Sorry. Wirklich sorry, eben zwischendurch, dass ich hier einfach durchhuste. Passiert einfach zwischendurch. Wir haben die Justizvollzugsanstalt Willow Bay wieder einmal. Aber ihr seht, 2000. Und hier 1999. Also die haben sich beide im selben Gefängnis getroffen. Identitätsdiebstahl, 5 Jahre. Und 2006, Fairwood hoch. Moment. So, da bin ich wieder. Sorry, ich musste jetzt kurzerhand meinen Hals wirklich alles. Tut mir immer noch weh, der Hals. Aber besser. Okay. Muss jetzt wirklich kurzerhand richtig durchhusten, damit der Hals wieder frei ist. Aber jetzt geht's wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, hier 2006 Fairwood Hochsicherheitsgefängnis. Bewaffneter Raubüberfall, Banken als Ziel, 10 Jahre. Wurde aber im Februar 2009 wegen guter Führung freigelassen. Nach 3 Jahren? Amerikanische Justiz, meine Fresse. Na gut, unsere Schweizer Justiz ist auch nicht gerade unbedingt viel besser in dem Punkt. So. Der dritte ist Anthony Young. Auch Amerikaner, weiß, Bürger, 1,70 groß, 87 Kilo, Augenfarbe schwarz. Moment.
Das sieht doch eher ein bisschen blau aus, oder nicht? Schwarze Augenfarbe. Das würde ich gerne mal sehen, wer schwarz. Ups, Moment. Eye color black. Kennt ihr jemand? Sorry. Kennt ihr jemand mit schwarzen Augenfarben? Also ich nicht. Braun vielleicht, aber die sind ein bisschen blau drumherum. Also sie sind eher blau. Er ist 38. Wir haben hier Darkwater, er ist das 1995. Moment. Nein, das passt nicht zusammen. Und Soligate sowieso auch nicht. Da war der andere schon längst draußen. Also der hier kennt sich gar nicht, mit den anderen beiden hier. Also 1995, Darkwater Detention Center, Bagatelldiebstähle, ältere Menschen bestohlen, 3 Jahre, Ironbolt Gefängnis, Einbruch und Diebstahl für 5 Jahre. Kaum draußen, Solid Gate Gefängnis, Betrug, Geld von Frauen schlichen, da wieder 3 Jahre. Kommen wir nun also zu der Aussage von Miss Turner. Ursprüngliches Meldedatum, 15. Es geht um Diebstahl. Und dann wieder die gleiche Angaben. Aber ich finde das hier ganz witzig. Also schauen wir mal erstmal hier. Hier steht, was sie für ein Beruf ist. Hausfrau. Ihre Adresse, wo sie arbeitet. Same as home. Hier ist das Telefon. Und hier schreiben sie Adresse wie Haustelefon. Wie Haustelefon. Also das ist die Adresse. Und nicht das hier. Oh Gott. Also die Übersetzung ist grandios. Also Erklärung. Ich war fast den ganzen Vormittag zu Hause. Ich ging zum Wake-Up-Call-Café, um mich gegen 14 Uhr mit meinen Freunden zu treffen. Es ist nicht besonders passiert. Ich erzählte meinem Freund nur, dass die Nachrichten die Gewinnzahl einer Lotterie verkündet hatten, an der ich teilgenommen hatte, und dass ich etwas Geld gewonnen hatte. Ich wollte es heute einlösen. Wir verabredeten uns wieder, um zu feiern. Etwa, ja, Geld gewinnen und gleich alles verpulvern. Okay, verständlich. Man hat man schon genug Geld, um sich was zu gönnen. Hm? Etwa 45 Minuten später verließ ich das Café. Ich ging in Richtung Card Conveyance und wurde von einem Mann umgestoßen, der von hinten auf mich zukam. Als nächstes sah ich, wie er mir meine Handtasche in der Hand um die linke Ecke bog. Man denkt nie, dass einem solche Dinge passieren können, bis sie es tun. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er etwas größer war als ich und als dass er dunkles Haar hat und helle Haut hatte. Sobald ich wieder bei klarem Verstand war, bat ich einen Passanten, die Polizei zu rufen. Okay, und jetzt kommt natürlich jetzt der ganze Inhalt vom Auto. Also jetzt haben wir hier Vorpein Bier. Seit 1960 wird Vorpein Bier nach alten deutschen Traditionen gebraut. Stück Heimat, nicht wahr? Aber trotzdem, ob das ein gutes Bier ist? Keine Ahnung. Dann haben wir hier ein bisschen Bargeld. Das sind 620, 35, 640 Dollar. Also ich finde es eigentlich witzig, wie die 5-Dollar-Note hinten dran eine rote 5 hat. Alle anderen sehen eher so einheitlich aus, aber die 5-Dollar-Note, keine Ahnung, wieso das anders aussehen muss. Und jetzt hat es wieder einen Hänger. Kurz wieder mal raustappen. Und wieder rein. Und es funktioniert wieder. Also, das ist definitiv ein Kritikpunkt, das ich an den Entwickler schreiben werde. Es nervt einfach mich persönlich immer wieder, dass ich zwischendurch muss, dass ich immer wieder wirklich aus dem Spiel raustappen muss, damit das wieder funktioniert. So wie zum Beispiel bei Slaps and Beans 2. Aber das war eher ein technisches Problem, das ich mit Fatski zusammen hatte. Also Filterzigaretten oder Mentholzigaretten.
Ich bin nicht Raucher, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Und das ganz Wichtigste ist jetzt hier das Handy. Ein echtes Kabel. Die Jünger von euch werden jetzt sagen, ist das ein Handy? Sieht hier ganz anders aus. Ja, das sieht super so für Handys früher wirklich aus. Ich hatte auch etwas Ähnliches wie das da. Ein Nokia. Oh, das waren noch Zeiten. Damals gab es nicht so Handy-Games, außer zum Beispiel Snake und so, solche Spiele. Man konnte auch keine Musik hören, auch keine Filme schauen. Man konnte nur anrufen und Textnachricht, also SMS-Schiff verschicken. Das wird jetzt wahrscheinlich nur so beim Großvater wahrscheinlich noch. Falls ihr einen Großvater habt, der hat wahrscheinlich noch so ein Telefon. Also ein Handy, allenfalls im Museum werdet ihr das wahrscheinlich noch sehen, in einem Technikmuseum. Aber gut, untersuchen wir das Ganze mal jetzt. Nachrichten. Insgesamt gibt es 3 Nachrichten. Erste Nachricht. Sicher, dass wir diesen Kerl trauen können? Er scheint völlig durcheinander zu sein. Die Antwort. Ich weiß, du hast Unvorsehbarkeiten, aber wir haben schon gesehen, was er kann. Ich bin sicher, dass es okay ist. Lorenzo hat für ihn persönlich gebürgt. Der ist sowieso sowieso nur für eine Hilfe, vorübergehende Hilfe. Antwort. Bah, ich hasse Lorenzo auch, aber jemand mit seinem Respekt muss zumindest einigermaßen fähig sein. Zweite Nachricht. Hey, hast du Zeit? Ich habe was sehr Interessantes gehört. 600 Mäuse in Bar. Geht ganz schnell und ist auf dem Weg. Antwort. Boss hat gesagt, dass wir diese Nummer nicht benutzen sollen, wenn sie nichts mit der Arbeit zu tun hat. Du bist der Kerl, der mir loyal ist. Zu loyal. Ist er nicht jünger als du? Wir kennen uns schon lange. Außerdem gibt es Gerüchte, dass er schon... Moment. Gibt es Gerüchte, dass es... Also nochmals. Wir kennen uns schon lange. Außerdem gibt es Gerüchte, dass er schon mit 8 Jahren im großen Stil gestohlen hat. So gesehen ist er mir höher gestellt. Egal. Du bist dabei. Bist du dabei oder nicht? Wir können 50-50 teilen. Schick mir die Details auf ein anderes Handy. Dann entscheide ich mich. Letzte Nachricht. Am 1.10.2009. Am 10.05.2009. So. Also, wir haben jetzt alles angeschaut. Alle Indizien nochmals. Durchgegangen. Und jetzt seid ihr dran. Moment. Gehen wir so besser wieder zurück. Zu der Polizeiakte. Jetzt müsst ihr raten, wer von diesen 3 Herren hat den Fluchtwagen gefahren und wer war beteiligt an dem Überfall von Miss Turner? War es der Frank Carter, Harris Chad oder Anthony Young? Jetzt könnt ihr das auch in den Kommentaren schreiben. Schreibt ruhig wirklich, was ihr denkt, wer es sein könnte. Und mal schauen, wenn ihr es richtig habt, dann gratuliere ich zur Detektivarbeit. Wenn ihr die Antwort schon gewusst habt, weil ihr das Spiel schon gespielt habt oder das Video von jemand anders gesehen habt, schreibt es auch ruhig. Da können wir wenigstens sagen, nice gecheatet, Junge. Hä? Und wer jetzt einfach vorgespult hat, und zu sehen, was die Antwort ist. Könnt ihr auch ruhig schreiben. Dann kann ich einfach sagen, zum Glück bist du nicht Detektiv, hä? So. Habt ihr die Antwort schon geschrieben? Okay, die Antwort ist ganz einfach. Der Fluchtwagenfahrer ist... Moment. Carter war sein Name. Frank Carter... Und wer hat den Diebstahl von Helen Turners beteiligt? Das ist einerseits Anthony Young und Frank Carter wieder. Warum?
Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, warum? Fangen wir zuerst mal hier an. Wie wir hier jetzt am Masterplan erkennen können, hat Lorenzo eigentlich nichts anderes zu tun, als nur das Datum und eben den Zeitpunkt festzusetzen, was an der dritten Nachricht auf dem Handy zu lesen ist. Darauf muss ich aber später nochmal zurückgreifen, das ist nämlich etwas ganz Witziges. Moment bitte. Ja, so. Mein Leute, das Husten macht mich wirklich langsam fertig, Leute. Und wir wissen auch, die 600 Dollar, bei der zweiten Nachricht gesprochen wird, sind das hier. Die Lotteriezahlen von Miss Helen Turner. Ach, nicht schon wieder. Ich hasse es, wenn das Ding immer festsetzt. So, also festpackt. Eben, ihr seht, der Lotterielos ist da und sie hat ja bei der Nachricht hier hinten geschrieben, dass sie ja Geld gewonnen hat. Und zwar genau 600 Dollar. Sie hat also vier richtige Zahlen gehabt. Und das kann man auch ganz gut nachlesen hier auf dem Handy. Und zwar genau hier. Seht ihr 600 Mäuse? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran erkennt man, dass Carter der Fluchtwagenfahrer ist? Ganz einfach. Wir wissen ja, dass das alles hier, gehen wir mal hier raus, komplett, dass das alles hier der Inhalt ist vom Auto. Das heißt also, derjenige, der vor dem Auto gestanden ist, oder im Auto gesessen ist, weiß ja nicht genau, ist also der Fluchtwagenfahrer. Gehen wir jetzt nochmal zurück zu den Nachrichten. Bei der ersten Nachricht kann man sehen, am 2.10. schreibt natürlich der Anführer an den Fluchtwagenfahrer. Wegen dem Neuen. Ob wir den können, ob wir überhaupt trauen können. Das heißt also, hier ist der Neue. Hier antwortet mit 600 Mäuse. Und der natürlich antwortet mit Boss. Dass der Boss gesagt hat, wir sollen die Nummer nicht benutzen. Und der andere schreibt natürlich, ist der Kerl nicht, wieso wir überhaupt loyal sind gegenüber ihm? Er ist doch jünger als ich. Also als der Handybesitzer. Und es ist schon wieder festgepackt. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Und jetzt kann man sehen, Anthony Young ist 38. Carter ist 35 und Chad ist 28. Das heißt also, er ist der Anführer, wie man es ganz anhand des Namens erkennen kann. Und zum anderen sieht man auch in seinem... Moment. Verdammt nochmal, diese verdammten Schleimhusten hier immer. Er ist auch Raubüberfall, Bank als Ziel. Aus dem Gespräch kann man ausgehen, es ist er der Chef. Und eben er ist jünger als der Frank. Und Anthony ist älter als Frank. Deshalb würde er sich der Junge hier nicht fragen, zu ihm hier, ob man ihn trauen kann, weil er jünger ist als du. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran erkennt man, dass Frank bei der Überfall von der Dame beteiligt ist. Die Antwort ist, kann man nicht. Er hat da geschrieben, mal auf einem anderen Handy, dann entscheide ich mich, das ist jetzt etwas, das, die Information, wo man weggenommen hat, wo man spekulieren muss. Und das ist wirklich eine gute Frage, weil der bekommt jetzt gerade mal 300 Dollar ob er das wirklich machen wird, kurz vor dem Banküberfall, keine Ahnung. Deshalb muss man da spekulieren können. Ja, es kann sein, kann auch nicht sein. Ja, eben das ist jetzt eben rein zufällig. Und beim ersten Mal habe ich da gedacht, er hat es nicht getan, ist aber falsch. Er war beteiligt. Und eben das ist die Nachricht von Lorenzo. Eben, er schreibt am 1.10. Der Banküberfall findet am 10.05. statt. Seht ihr den Fehler? Ich finde es einfach witzig. Am 1.10. schreibt er wirklich, am 10. Oktober,
dass der Banküberfall am 10. Mai stattfinden soll, 2009. Also anscheinend hat er ein bisschen zu viel, wie heißt noch der Film nochmals? Rocky Horror Picture Show? Hat er alle angeschaut? Mit dem Song Let's do the time warp again. Okay, das ist einfach sozusagen der Fehler, teilweise dieses Spiel zu finden ist. Und das hier, die Map, ist unnütz, ist unwichtig, die brauchen wir gar nicht. Alles Wichtige ist einfach nur konkret hier drin gewesen, wo man herausfinden muss. Und eben das hier, ob jetzt die Straße hier so lang und so weitergeht, nee, ist absolut unwichtig. Aber so gut, ihr habt jetzt ja gesehen, die Informationen, die wir vom Spiel bekommen haben, sind jetzt hier alles eingebaut. Okay, jetzt reicht mir das ein. Einreichen bitte. Und zwei von zwei richtigen Antworten. Danke. Und dann würde ich jetzt hier einen Erfolg bekommen. Okay, starten wir jetzt die Prüfung. You will be presented with a selection window during the exam. To pass the exam, you are required to solve all case files. A grade will be given for each attempted case file. You are free to retry them as many times as you want to improve your grades. It's important to note that the latest grade will always override the previous one, even if it's lower. Let's proceed. Ja, wir haben jetzt hier konkret. Konkret haben wir drei hier. Ein vermissten Fall. Das weiß ich nicht, um was es geht. Und das Blutbad hier. Und das können wir erst am Schluss wahrscheinlich freischalten. Das hier ist dann einfach nur eine Einzelakte. Und hier haben wir drei Szenarien. Und hier haben wir drei Wohnungen, wo wir untersuchen können. Könnte wahrscheinlich auch ein Mord sein. Geil. Aber wir nehmen zuerst mal die vermissten Fall auf. Das schlagen wir vor. Das ist, ab hier ist es wirklich alles blind. Ich habe keine Ahnung, was jetzt die Lösung ist. Das muss ich jetzt alles herausfinden. Und zwar selber. Szenario laden. Oh, kann wahrscheinlich nur etwa 10 Minuten spielen. Danke. Los Angeles, 18. September 1998. Wir sind also in der Vergangenheit. Ist das jetzt plötzlich hier aufgeploppt? Ah. Und es hat sich... Ah, das Gebiet ist hier also noch nicht zugänglich. Okay, gut, gut, gut. Aber zuerst muss ich mal hier mal kurz schauen. Nein, möchte ich die Szenario nicht wechseln? Also, es gibt also keine Vorinformationen. Okay, was müssen wir jetzt herausfinden? Wo waren alle um 14 Uhr am 6. September? Oh, schade. Kann ich da einfach reintippen? Schade, schade, schade. Ach, stimmt ja. Das habe ich ja gar nicht ausprobiert. Oh. Wir können tatsächlich die Flashlight verwenden. Seht ihr den Unterschied? Minimal. Also ein klassischer Horror-Effekt. Also Horrorspiel mit einer schlechten Kamera. Apropos Kamera, das ist das hier. Es nimmt automatisch gleich ein Foto auf. Mein Gott, was ist das für ein gigantischer Herd dort? Nice. Kann man leider nicht agieren. Dann haben wir natürlich hier noch die Fotos, die wir anschauen können. Löschen wir aber jetzt mal kurz. Brauche ich es gerade nicht. Und was war noch? Was waren nochmal die Bilder? Was war jetzt nochmal hier? Ah, der Notizblock war bei N. Notebook. Ja, okay, gut. Da können wir auch wichtige Informationen reinschreiben. Wie zum Beispiel das hier. Sehr wichtig übrigens. Abonniert auch Paui, ja? Oder natürlich der gute Watzki hier natürlich. Wenn, könnt ihr bei uns beide gleich mal ein Abo da lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die nächste Zeit mal zusammen ein Let's Play machen werden. Schauen wir mal. Das werde ich nächste Woche mit ihm zusammen anschauen.
Ja, wie gehe ich es mal hier raus? Also ich muss hier das schließen. Okay. Aber jetzt nur kurz zurück zu der Information. Was brauchen wir noch? Also wir brauchen die Information von Caffrey, Thomas, Hazel und Nicholas. Würde die Versicherung die Krankenhausrechnung übernehmen? Ja, nein. Wer hat die Kinder am 18. September abgeholt? Okay. Das ist alles, was wir wissen müssen. Okay, gut. Also jetzt schauen wir uns mal die Wohnung mal an. Oh, Kinderzeichnungen. Nett. Eben ein hübscher großer Herd. Ofentemperatur, das muss man alles hier oben einstellen. Oh, aber da muss ich sagen, gefällt mir. Kindersicherung. Da müssen die Kinder, also die kleinen Kinder, müssen schon da hochkraxeln, da hinzukommen. Alufolie. Kühlschrank kann man leider nicht öffnen. Okay, das werden wir ein bisschen später mal anschauen. Ich möchte mir jetzt einfach mal die Wohnung anschauen. Ah, klassische amerikanische Küche, hä? War noch nie in Amerika. Werde ich vielleicht mal zukünftig gehen? Oh, Bier! Aber es ist warm! Bäh! Halt! Ah, es ist Bier. Ja, siehst du, da gedacht, es wäre Cider. Aber hübscher Schrank, gefällt mir. Da haben wir den Tisch für 6 Personen. Bilder von Blumen, naja. Oh, da hat einer sein Spielzeug da gelassen. Oh, Dinosaurier. Was ist nochmal Stegosaurus? Ich kann mich zweimal bücken. Das ist normal in der Hocke. Ich kann kriechen. Aber ich bewege mich gleich schnell. Ah, einmal die ganze Welt als Wurm mal untersuchen. Ne? Oh, ein Löwenmagnet. Nice. Okay, gut, dann gehen wir es wieder hoch. Aber nett, ganz nett. Das Wohnzimmer. Arr. Ah, nein, das ist kein Piratensäbel, das ist ein arabisches Säbel. Nice. Da kann man ein bisschen Aladdin und die Wunderlampe spielen. Da haben wir noch Bilder und so. Fernseher. Und die Kinder sind schon fleißig am Malen. Oh. Zum Glück haben wir das Haus schon abbezahlt. Stell dir vor, wenn wir als Mieter hier leben würden. Oh, das ist ein bisschen gefährlich. Die Sonne, Merkur, Venus, die Erde. Mars? Sicher, ist das richtig so? Ist die Venus gleich groß wie die Erde? Ich dachte, die wäre ein bisschen kleiner. Und Mars wäre gleich groß. Okay, gut. Jupiter hat. Auf der Weise hat nur der Saturn seine Ringe. Der Uranus, Neptun und Pluto. Also alle Planeten sind da. Obwohl Pluto ist ja offiziell kein Planet mehr, er ist jetzt ein Halbplanet. Okay, da haben wir wahrscheinlich auch was Wichtiges. Kann ich die Vorhänge aufziehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Gut, aber sieht ja auch ein bisschen draufgekleckst. Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Vorhänge sehen einfach drauf, als wären sie gleich auf dem Fenster. Oh, weitere Kinderzeichnungen. Eine Art Sudoku. Oh, nice. Also ich spiele sehr gerne Sudoku. Ist übrigens ein Schweizer, das erfunden hat. Kommt nicht ursprünglich aus Japan, kommt aus der Schweiz. Okay, noch mehr Sachen. Dann haben wir hier das Kindschlafzimmer. Oh, nice. Aber hier ist nichts angemalt. Ah, doch, hier. Hier haben wir ein bisschen, der Künstler war hier wieder am Werk. Der Junge wahrscheinlich, der gern Dinosaurier hat. Und das kleine Mädel hier mit Schmetterlingen. Oh, süß. Muss man auch mal zukünftig wahrscheinlich schauen. Ah, Gebiet ist nicht zugänglich für mich. Hier ist die Klimaanlage. Das Elternschlafzimmer. Ach du meine Fresse. Also eine Bierglassammlung ist das nicht. Hier trinkt einfach klammheimlich immer gern Bier. Im Schlafzimmer. Nein. Okay. Hoffentlich ist das nur ein Spielzeug.
Amerikaner und Schusswaffen, Kinder. Oh, also ihr habt ja sicher schon häufig die Nachrichten ja schon gelesen, dass ein Kind aussieht, irgendwie ein anderes Kind erschossen hat oder ein Erwachsener. Oh. Ah, was haben wir denn hier Hübsches? Ein Rezept. Schnell und einfach Spaghetti. 30 Minuten, vier Portionen. Ah, am 5.9. Frühstück, Rührei, Würstchen, Mittagessen im Schrank neben dem Kühlschrank steht eine Packung Makaroni mit Käse. Bäh, fertig Makaroni, widerlich. Befolge die Anweisung auf der Schachtel. Und am Abend gibt es nochmal Spaghetti. Also es gibt am Mittag Makaroni und am Abend Spaghetti. Oh, also mal ehrlich. Zweimal Nudeln am Tag? Nein, 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 nein. Abwechslung muss man sein, besonders mit meinem Gemüse. Die armen Kinders. Aber schau mal, mageres Rindfleisch, Zwiebeln, Spaghetti-Soße. 4 Tassen. Fixfertige Spaghetti-Soße. Dazu Wasser. 6 Unzen ungekochte Spaghetti. Parmesan-Käse. Also die armen Kinder, also mal ehrlich, die Ernährung ist ja Katastrophe. Okay. In der beschichteten Pfanne Rindfleisch und Zwiebeln bei mittlerer Hitze braten, bis das Fleisch nicht mehr rosa ist, abtropfen lassen. Abtropfen? Das Fett? Ja, aber bitte nicht in den Abfluss. Wichtig ist, Fett niemals in den Abfluss. Das muss mit dem Küchentuch aufgefangen werden. Ansonsten habt ihr am Schluss im Abfluss ein riesiger Fettklumpen, der dann alles verstopft. Alles verstopft. Wasser und Spaghetti-Soße hinzufügen? Bläh. Einmal Miraculi. Bläh. Zum Aufkochen bringen, Spaghetti hinzugeben und auf ein Köcheln re reduzieren. 20 Minuten warten, bis die Spaghetti gewünschte Konsistenz haben. Parmesan Käse bestreuen. Warm servieren. Noch mehr Rezepte. Am Frühstück gibt es gefrorenen Mini-Pfannkuchen, Gefrierschrank. Mach Sandwich für sie am Mittagessen und am Abend gibt's Chili. PS, es tut mir leid, dass du etwas kochen musst, aber ich möchte die Kinder so wenig wie möglich Tiefkühlkost geben. Ja, aber dafür Macaroni aus fix fertig, hä? Und ein Mini-Pfannkuchen am nächsten Tag. Hackfleisch, Zwiebeln, Kidney, Pinto oder Schwarzbohnen, Tomatensoße, Barbecue-Soße, brauner Zucker. Also die armen Kinder bekommen ja fast kein Gemüse. Also da werden sie garantiert nicht groß und stark. Bla bla bla. Ich lasse es jetzt einfach mal hier einfach mal so stehen. Brauchen wir es ja nicht weiter anzuschauen. Ah, das ist jetzt wieder ein Hänger. Okay. Besser. Der versicherte Thomas Harrington. Beruf Kühltransporterfahrer. Ah. Wohnhaft in Hillen Drive. Nicht Drew Drive, Los Angeles, dauert Versicherung. 30. September 1998, verlängerbar. 30. September. Ja, Kätzchen, ich weiß, ich muss bald zur Arbeit. Okay, aber es ist aber hier war wichtig. Die Versicherung geht nur bis am 30. September, es ist aber verlängerbar. Ich muss einfach nur kurz mal schauen. Caffrey Patton. Aha, alles verschiedene Namen. Okay. Bis auf die beiden. Vorteile auf diese Police. Abschnitt A, Abdeckung. Die Versicherung deckt die Versicherten ab, wo auch immer sie aufhalten, egal wo sie in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada befinden. Ah, heißt also, wenn er in Mexiko unterwegs ist, Versicherung deckt nicht ab.
sollten versicherte Personen außerhalb der versicherten Länder medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn die Kosten nicht übernommen. Okay. Kann man hier eigentlich eine Kamera aufwenden? Nice! Jetzt habe ich davon ein Bild gemacht. Geil. Muss man gleich nachher noch anschauen. Wenn das wirklich 1:1 so ist, dann muss ich gar keine Notizen schreiben. Ich kann einfach das hier eben fotografieren. Okay. Nur eine Person, die unter den aufgeführten Anspruchsvoraussetzungen erfüllt oder ein Angehöriger des Versicherten ist, kann im Rahmen dieser Police für die Deckung und Übersicht aufgeführter Leistungen versichert werden. Das heißt also, die drei hier. Und natürlich ihn hier, Thomas Harrington. Also die vier. Okay, 10. Die Versicherung deckt bis zu einer Leistungsgrenze alle Arztbesuche, nicht chirurgischen Eingriffe, Kosten bei Mutterschaft und Behandlung bei chronischen Krankheiten ab. Zusätzliche Leistungen sind in Abschnitt C unten aufgeführt. Okay. Kann man das irgendwie auch so lesen? Nein. D. Die Versicherten müssen unterschriebene und datierte Rechnungen erhalten, damit die Versicherung die Kosten übernimmt, falls sie anfallen. Die erhaltenen Rechnungen müssen von einer ordnungsgemäß zugelassenen Allgemeinarztpraxis von einem staatlich anerkannten Krankenhaus stammen. Ach je. F. Angehörige der Versicherten können alle den Versicherten zustehenden Leistungen nicht erhalten, also zustehende Leistungen erhalten, müssen jedoch rechtlich anerkannt sein, um den vollen Versicherungsschutz zu erhalten. Angehörige, die nicht mit den Versicherten verheiratet oder rechtlich mit ihnen verwandt sind, können nur den Versicherungsschutz eines Allgemeinmediziners erhalten und erhalten nicht die volle Leistung. Abschnitt B. Unfälle und böswillige Vorfälle. Kann man leider nicht mehr weiterlesen. Aber hier sehen wir auch schon mal wichtige Fragen, also Antworten auf die Frage, ob die Versicherung das hier ganz übernimmt. Aber ein bisschen nervig finde ich, dass man einfach konkret eben gleich muss noch kriechen, um das Ganze nachher aufzustehen. Ja? Ach nee, nicht schon wieder. Also ich glaube, das Let's Play wird dann richtig nervig, nur weil ich die ganze Zeit hier nie durchkommen kann. Okay. Wir haben hier Los Angeles über Bakers, Sacramento nach Reno. Oh, Reno ist bekannt ja natürlich als Scheidungsstadt. Alle gehen nach Las Vegas, um zu heiraten, anschließend nach Reno, um sozusagen dann sich scheiden zu lassen. Also, ein 4-Tagestrip ist das, vom 14.09. bis 17.09. Das heißt, dass wenn er in dieser Zwischenzeit einen Unfall gehabt hätte, dann hätte die Versicherung das übernommen. Ah, Bestellungsliste. Modo Plastic, bla bla bla. Kommentar und Anweisung, ein Vertreter wird für dich auf der Rückseite treffen. Aha. Aber man kann nicht scrollen. Okay. Nochmals eine Bestellung. Sacramento. Die Rezeption wird dich reinlassen. Auch Sacramento. Ein Code. Aha. Wo ist denn das? Ein Reno. Okay, rufe Gray bei der Zentrale an. Da habe ich JJ Cloves. Auch in Reno. Benutze den Hintereingang, benutze den Code 1165, um die Lieferung zu signalisieren. Der Korrespondent wird dich bei deiner Ankunft begleiten. Okay. Okay, das hat sich mal auf Anhieb geklappt. Geil, endlich mal. Hillside Bank. Name, Karteninhaber, Kontonummer. Mindestzahlung, okay, neuer Kontostand. 7.000, also knapp 8.000 Dollar. Aha, also er hat ordentlich Geld. Zahlungsinformation. Bisheriger Kontostand 4.300. 1.100 Zahlungen. Einkäufe 4.600. Also wirklich über 7.000 Dollar.
hat auf dem Konto. Okay, nice, ordentlich Cash. Da kann sich die Familie glücklich schätzen. Warnung vor Zahlungsverzug. Wenn wir Ihre Mindestzahlung nicht bis zum oben genannten Datum erhalten, müssen Sie möglicherweise eine Säumnisgebühr von bis zu $39 zahlen. Warnung vor Mindestzahlung. Wenn Sie nur den Mindestbetrag pro Zahlungsperiode zahlen, zahlen Sie mehr Zinsen und es dauert länger, bis Sie Ihren Kontostand abbezahlt haben. Oder ist... Heißt es also, er hat über $7.000 Schulden? Wichtige Änderung an Ihrem Konto. Ein Hinweis wie dieser kann auf Ihr Kontoauszug erscheinen, wenn Ihr Kartenaussteller Änderungen vornimmt, die sich auf Ihr Konto auswirken können. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt von dem Punkt her. Also das müsste doch sein Guthaben sein. Aber warum die Mindestzahlung? Warum werden die Mindestzahlung, muss es wirklich separat bezahlen? Also das ist jetzt etwas, was ich nicht ganz verstehe hier. Okay, aber das muss man natürlich auch, muss ich auch im Hinterkopf behalten. Was haben wir hier? Geldtransaktionsdatensatz. Am 6.9. Zeit 15.34 Uhr. Geschäftsdatum 6.9. Ja. Ausgegebener Betrag $500. Beantragter auch $500. Terminalgebühr $2. Gesamtbetrag $502. Alle Freedom RTM Company. Interessant. Sollte man jedenfalls auch im Hinterkopf behalten. Okay. Der Wecker. Was steht da? Der Atlas und die weltweite Gebäude auf High Trail. Oh, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Okay, das Bett. Bier. Das kann man leider nicht anschauen. Mein Gewicht. 0 Kilo. Immer noch mein Idealgewicht, Leute. Alles Gute zum Mittwochtag. Hazel. Es ist wieder... Dann doch mal, also mal ehrlich. Ich muss jetzt wieder raustappen. Okay, kann sich näher anschauen. Es ist einfach nur etwas so zum Muttertag vom Hazel. Von ihrer Tochter. Oh, was haben wir denn hier? Fröhlich Valentinstag. Joe Greetings. Alles gut zum Valentinstag. Schatz, es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich konnte den Job nicht ablehnen. Wenn ich zurückkomme, will ich es wieder gut machen. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Blumen für dich bestellt. Ich hoffe, sie gefallen dir. Thomas. Am 14.02.1998. Oh. Aber leider konnte sie nicht zusammen feiern. Schade, schade, schade. Ansonsten ist hier nichts Verdächtiges. Also muss ich alles einzeln auswählen. Ach du meine Fresse. Okay. Alles gut zum Valentinstag. Du bringst so viel Glück in mein Leben. Jeden Tag wird so lebendig. Ich liebe dich, Schatz. Das hat er ein Jahr vorher geschrieben. Oh. Bis jetzt habe ich sowas noch nie geschrieben. An Valentinstag. Also so eine Karte. Oh, Happy Birthday. Ich wünsche dir zu deinem Geburtstag alles Gute Glück zu deinem Geburtstag und für immer. Wir wünschen dir Glück zu deinem Geburtstag und für immer. Okay. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Schatz, ich bin so dankbar, dass ich dich in mein Leben habe.
Ich fange an, meine Sucht zu überwinden. Aha. Du gibst mir nie auf. Ich bin so dankbar dafür. Ich war lange Zeit im Lager. Lass mich von deiner Verantwortung übernehmen. Es wird Zeit, einige Zeit dauern, bis, aber ich möchte, dass du das Leben lebst, das du immer wolltest. 13.05. Also die Frau hat am 13. Mai Geburtstag. Okay, die Frage lautet jetzt einfach, ist das jetzt hier alles relevant? Ich würde sagen mal nein. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist wieder um. Ich muss wieder zur Arbeit. Sorry Leute. Ich setze jetzt hier mal einen Cut. Und ich hoffe einfach mal, es hat euch gefallen. Könnt ihr das Video einen Daumen nach oben geben. Einen Kommentar würde mich auch freuen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin euer Mr. Pause und sage Cheerio.